hätte euch wirklich gerne mal wieder ein Favoritenvideo aufgenommen. Und ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht zeige ich euch jetzt mal wirklich die Dinge, die ich so in letzter Zeit verwendet habe. Da hat nichts wirklich rausgestochen. Und eine YouTuberin namens Jasmina sagt dazu statistisches Nutzungsverhalten. Und so kann man das heute sehen. Mehr gibt's nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und heute zeige ich euch mal die Dinge, die ich in letzter Zeit so verwendet habe. Es sind jetzt heute ein paar mehr Sachen, aber es sind halt eben auch Sachen dabei, die jetzt nicht so 100% überzeugt haben. Es sind viele Sachen dabei, die ich aufbrauchen möchte, die man eben aus anderen Videos kennt. Aber ich würde jetzt einfach sagen, bevor ich das jetzt lange irgendwie vorne hinweg erkläre, fangen wir einfach an mit Parfüm. Laris, ihr wisst ja, da habe ich schon einige vorgestellt, glaube 4 oder so. Und die 025 sticht bei mir jetzt wieder extrem hervor. Dazu habe ich ein Video gemacht, kann ich euch mal unter das i packen. Das ist das Coco Mademoiselle Dupe. Ich habe aber eine andere Firma entdeckt. Da würde ich mir gerne 2 nachgemachte Boss Düfte bestellen. Einmal Hugo Deep Red und Hugo Woman. Die 2 Sachen habe ich früher gehabt. Mal gucken, ob die wirklich so gut sind. Ich bin echt mega gespannt. Aber dazu muss ich hier erstmal eins von den vielen Parfums, die ich mir da bestellt habe, aufbrauchen. Und das riecht halt echt mega gut und es hält auch wirklich lange. Ich kann natürlich nicht sagen, wie genau das jetzt wie das Coco Mademoiselle riecht. Ich hatte eins, das hatte ich im Original. Das hat so ein bisschen anders hinten rausgerochen. Und ich vermute mal, so eine kleine Note ist irgendwie so ein bisschen anders bei dem. Aber ich mag es total gerne inzwischen wieder. Das wechselt bei mir tatsächlich ab. Und dieses Mal ist es tatsächlich die 025. So, das Avril Parfüm habe ich ja auch vorgestellt gehabt. Das ist so, wenn man sich Kölnisch Wasser vorstellt, nur ein bisschen fruchtiger mit einer würzigen Note. So kann man dieses Parfüm beschreiben. Passt halt, Parfüm, es ist ein Eau de Toilette. Der Duft passt halt super so nach dem Duschen, finde ich. Dann kriegt man auch so einen kleinen frischen Kick. Da mag ich es am allermeisten und da habe ich es auch am häufigsten verwendet. Ist gar nicht mal mehr so viel drin, aber ich will es halt jetzt auch aufbrauchen, damit ich halt eben wieder Platz für neue Düfte schaffen kann, die ich euch vorstellen möchte. Und es war halt schon teures Bio-Duft, aber war okay. Ich würde mir jetzt davon keins mehr holen, weil ich glaube, so dieses allgemeine fruchtig kräuterige, das ist nicht so hundertprozentig meins. Also es entspricht nicht dem, was ich mag an einem Parfum, falls ihr wisst, was ich meine. Also es war okay und ich brauche es jetzt gerade auf und daher verwende ich es halt jetzt ganz häufig und würde es mir aber nicht mehr kaufen, wenn ich ehrlich bin. So, aufbrauchen möchte ich auch die V-Sun. Da ist nicht mehr wirklich viel drin, aber ich mag die Sonnencreme echt gerne und ich würde mir auch die große ohne Duft mal holen. Die kleine ohne Duft, die ist super gut. Ich komme mit den Sachen einfach, das ist für mich eine Bankwiesen. Also da brauchst du dir gar keine Gedanken machen, wie das performt. Es performt einfach super auf dem Gesicht oder auch am Rest vom Körper. Die war halt am Anfang schon ein Schock, weil die hat echt Parfüm. Ich riech's immer noch. Ich riech's immer noch. Ich kann halt Duftstoffe in so Kosmetik, mag ich halt echt nicht mehr. Und die verwende ich gerade jeden Morgen, dass sie halt wirklich ein bisschen leerer wird. V-Sun macht Werbung damit, dass sie einen guten UVA-Schutz haben. Also vielleicht habt ihr ja mal Bock, das anzugucken. Ich mag's. Die funktioniert bei mir halt echt super und die wird immer wieder nachgekauft. Aber jetzt nicht die Duftvariante, sondern die blaue Variante natürlich. Dann viel verwendet die Puro Bio Drop Foundation. Von der habe ich mir echt mehr erwartet, weil die kriecht bei mir sowas von in die Poren, das ist abartig. Also das ist für mich auch nichts, ich verwende sie halt jetzt, aber du kannst die halt auch nicht irgendwie drunter mischen, weil in der Regel verwende ich Sonnenschutz und ich brauche keine 2 Cremes. Das brauche ich einfach nicht. Also verwende ich die pur und gucke dann, dass ich das so gut wie es geht einpudere. Nichtsdestotrotz rutscht die halt trotzdem in die Poren. Ne? Also
bin immer ganz erschrocken, wenn ich abends in den Spiegel gucke und dann sehe, wie das halt von der Performance auf der Haut aussieht. Es wäre für mich jetzt auch nicht wirklich irgendwie eine Empfehlung, die ich weitergeben möchte, weil die ist eine von vielen, die schwierig ist, die aber kein Mikroplastik hat, ne? Also ich habe da noch nichts gefunden, wo ich irgendwie zufrieden bin, bin ich ganz ehrlich. Die ist es, wie gesagt, leider nicht, aber die verwende ich halt jetzt dementsprechend häufig, weil ich sie zum einen habe. Die hat ja auch ein Geld gekostet. Die hat ja auch ein Geld gekostet. Ihr wisst, was ich meine. Sie hat Geld gekostet und ich will die nicht einfach so verkommen lassen. Und demnach versuche ich da wirklich so viel wie es geht eben rauszuholen. So, weiter geht's mit dem Lavera Concealer. Da werde ich regelmäßig drauf angesprochen, weil ich jetzt ja auch viele Styling Talks mache. Und der ist okay. Mit dem bin ich aber auch nicht hundertprozentig zufrieden, weil er sich halt wirklich bei mir nur drauf legt. Aber dazu muss ich auch sagen, ich habe halt wirklich eine fettige Haut. Und mit der Augencreme zusammen geht das nicht. Habe ich schon festgestellt, weil da verschiebt sich das. Ich habe jetzt ein anderes Produkt, was ich euch gleich noch zeigen werde. Da bin ich mal am Testen, ob das damit funktioniert. Aber ansonsten ist Lavera eine der besseren Marken, was dekorative Kosmetik betrifft. Leider hat mein DM kein Lavera mehr. Ist das bei euch auch so? Finde ich echt mega komisch. Machen wir weiter mit dem Produkt, was ich gerade angesprochen habe, nämlich dem Eye Roll-On. Der ist. Ich muss noch mal kurz anwenden, weil das ist halt einfach. Das ist so genial und das hat so eine erfrischende Wirkung. Bald stelle ich den vor in einem Extra-Video, weil, hallo, mega gut. Und dann hast du halt hier so eine Schicht, so eine kleine, die zieht aber weg, weil ich bin halt jetzt nicht jemand, der irgendwie pflegende Stoffe unterm Auge braucht. Feuchtigkeit, yes, aber kein Fett. Und da kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel der Lavera Concealer auch ein bisschen besser funktioniert. Lieb ich, könnt ihr mir sogar vorstellen, dass ich mir das nochmal holen werde. Aber das Zeug ist halt echt sparsam, du brauchst nicht viel davon. Machen wir weiter mit Deo. Und das ist das CD-Deo, mit dem bin ich nicht mehr so zufrieden, bin ich ehrlich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das noch aufgebraucht kriege. Das soll man innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen, immer dran riechen. Ne? So Sachen können auch vorher kippen, wenn man halt doch auch mit dem Finger reingeht. Im Sommer hat es bei mir komplett nachgelassen. Ich würde es mir so auch nicht mehr nachkaufen, weil es sind halt zu viel deklarationspflichtige Duftstoffe drin, die eben Hautreizungen verursachen können. Und gerade unterm Arm finde ich das halt schwierig. Und ich habe unterm Arm halt doch eine schwierige Haut inzwischen, gebe ich zu. No, absolut nicht. Ich würde aber jetzt nicht mehr zu irgendwie einem Deo-Spray greifen, sondern ich würde schon wieder ein Creme-Deo verwenden. I plus N soll nicht schlecht sein. Das hier mag ich gar nicht empfehlen, weil, wie gesagt, ich vertrage es von der Haut her auch nicht so hundertprozentig, habe ich gemerkt. So, mein Trockenshampoo habe ich schon mal in die Kamera gehalten. Das ist jetzt meine vierte Dose. Sagt viel darüber aus. Es ist nicht perfekt für mich gemacht, weil es ein helles ist und ich sollte halt doch das für Aschblonde, Dunkelblonde haben. Weil man sieht es manchmal hier bei mir auf der Kopfhaut, das ist ein bisschen schade, aber da kann man mit einem Handtuch drüber gehen, dann geht es eigentlich wieder. Und ich versuche auch generell immer Trockenshampoo nicht am Morgen zu vornehmen, sondern irgendwann am Abend vorm ins Bett gehen, dann passt das nämlich. Ich bin damit bis jetzt wirklich gut zurechtgekommen, weil wie gesagt, ich hätte mir jetzt nicht die vierte Dose gekauft, weil mit 8 Euro hat das halt schon ein Geld gekostet. Ich habe es aus meinem Unverpacktladen. Ich habe aber gesehen, online gibt es die bei Rossmann, falls du da wirklich Interesse dran hast. Die funktionieren für mich, für andere funktioniert es gar nicht. Habe ich jetzt das letzte Mal in meinem Unverpacktladen mitgekriegt. Andere Leute kommen da gar nicht damit zurecht. Man muss halt immer so ein bisschen gucken. Am Anfang habe ich mich bei so Streudingern auch schwer getan, weil ich immer Dosen verwendet habe. Aber das funktioniert halt schon ganz gut. Also für das, was ich haben möchte, kann man es eigentlich schon lassen. So Volumen kriege ich dadurch auch in die Haare. Das passt auf jeden Fall. Ich denke, den werde ich mir hier nachkaufen. Das ist der Schaum bei Locken von Bioficina Toscana. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Zeug so gut funktioniert. Ich war anfänglich echt skeptisch.
und habe das anfänglich mit dem Haargel zusammen verwendet. Da hat es natürlich gar nicht funktioniert. Und dann habe ich immer häufiger festgestellt, so alleine funktioniert das eigentlich echt gut, wenn man richtig damit umgeht. Jetzt habe ich gerade gar nichts drin. Das probiere ich auch immer häufiger, was meine Haare machen, wenn gar nichts drin ist. Dann sind sie eher gerade. Mit dem habe ich die besten Locken hingekriegt. Das habt ihr in meinen letzten Videos gesehen. Das ist ein super Zeug. Es kostet ein bisschen mehr, aber es funktioniert. Und es wird, denke ich, von mir nachgekauft. Es ist nicht mehr allzu viel dran. Die Lotion hier, die ist ein absoluter Favorit von mir. Die ist ein bisschen dicker, ist mit 10% Urea und die nehme ich auch für die Hände. Die kann ich echt empfehlen. Bloß ich muss die jetzt ein bisschen zeitiger aufbrauchen, weil ich, Idiot, habe eine zweite gekauft und die zweite dann auch gleich aufgemacht, so wie man es eigentlich nicht machen sollte. Und, aber ich denke, ich habe damit keine Probleme. Die duftet nicht, das ist das Allerbeste. Also ich setze Duftstoffe inzwischen nur noch gezielt ein durch eben Parfum oder so. Dann verwende ich halt wirklich sowas. Dann habe ich gezielt das, was ich haben möchte. Aber sonst halt wirklich nur duftfreie Sachen oder mindestens mild formulierte Sachen. Und meine Haut dankt es mir wirklich. Und ich nehme die auch für die Hände. Da ist die echt super gut. Kennt ihr die? Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. So, die Glycolascal Solution, einfach AHA, BHA Peeling in Form eines Gesichtswassers. Ich finde, es funktioniert unwahrscheinlich gut. Damit erziele ich auch die allermeiste Wirkung. Das hat mir gar nichts gekostet. Sowas würde ich niemals in einem Wattepad anwenden, weil da wird das meiste aufgesaugt. Einfach einen Sprühkopf drauf machen oder so wie ich ab in die Hand, dann passt das auch. Ich habe das umsonst bekommen, weil ich bei der Bestellung, die Flasche war irgendwie auf und ich habe gesehen, so kartonnass, was ist da los? Dann ist das halt echt ein bisschen ausgelaufen und die sind dann hergegangen und haben mir das komplette Geld zurücküberwiesen, müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt ist noch so ein bisschen drin und ich bin ganz froh, wenn es leer ist, weil ich einiges an Säureprodukten jetzt in der Warteschleife habe und dann muss das halt einfach leer werden. Bedeutet aber nicht, dass ich das Produkt nicht mag. Das mag ich total gerne. Ich würde es mir aber so, bin ich ganz ehrlich, nicht mehr nachkaufen, weil inzwischen gibt es so viele Säureprodukte allein in der Drogerie. Das ist einfach heftig. Als ich mit der Sache angefangen habe, sah das irgendwie noch anders aus. Und jetzt ist so viel raus und das ist mega gut. Aber trotzdem, wen das interessiert, dazu habe ich ein extra Video gemacht. Könnt ihr mal nachgucken. Darüber möchte ich noch ein Video machen. Das ist die AMC Whip Cream. Whip aufgeschlagen. Davon merkt man jetzt meiner Meinung nach nicht mehr so. Sie ist ein bisschen in sich zusammengefallen. Sie ist schon ein bisschen leichter, aber ich glaube irgendwie nicht, dass es irgendwie einen Vorteil hat. Hier ist Niacinamid und Vitamin C unter anderem mit drin. Ich weiß jetzt die Inhaltsstoffe nicht mehr auswendig, aber sie hat mich damals anhand dessen schon interessiert, weil ich halt eben auch Zuschauer habe, die halt sagen, ich möchte mir jetzt da nicht 20 Sachen aufs Gesicht schmieren, eine Sache reicht mir und eine Creme, die dann wirklich ein paar Actives hat, könnte das halt wirklich sein. Für mich ist die, und muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht so das Nonplusultra, es ist ein nice to have, sie ist gut. Es gibt aber andere Produkte, die inzwischen wirklich besser sind und das zeige ich euch. Ich verwende gerade ununterbrochen die, weil ich sie einfach für euch testen möchte, bevor ich ein Video dazu mache. Und die Creme ist einfach super. Ceramide in der Drogerie, hallo, die sucht man halt einfach vergebens. Und jetzt hat man es halt tatsächlich in der Drogerie. Ich liebe diese Tuben von No, also ich hatte ja auch schon die blaue Creme. Und im Gegensatz zu der blauen ist sie schon so ein bisschen intensiver. Sie ist aber nicht fettiger. Das ist eine total verrückte Konsistenz, finde ich. Weil die bleibt nicht auf dem Gesicht liegen, sondern die zieht ein. Außer meine Haut ist zu feucht, was aber mehr so meine Hautsache ist. Das hab ich bei anderen Produkten auch. Da bleibt sie zuerst doch oben drauf liegen. Aber wenn man sie dann reincremt, dann ist die Haut danach relativ trocken. Das ist total verwirrend, weil sie halt einfach alles einschließt. Und das hatte ich als letztes bei der Colibri Nachtcreme auch. Die kam mir wie so ein Pflaster vor. Du machst deine Hautpflege und machst dann hinterher die Creme drauf. Und die versiegelt alles nochmal so richtig schön.
Ich finde die mega gut. Ich bin echt gespannt, was in den nächsten Wochen passiert mit der auf meiner Haut und berichte euch dann natürlich. Ich befürchte, folgendes Produkt habe ich bald leer. Und zwar ist das dieser Liquid Hydrator, diese blaue Serie, wisst ihr ja, wo auch die Creme und das Serum draußen ist. Das Ectoin drin und ich habe ja ein Video über Ectoin gemacht und auf der Kopfhaut, das ist der Hammer. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit der Kopfhaut, weil es immer so ein bisschen juckig ist und wie ihr ja auch wisst, fetten meine Haare relativ schnell und so mein Grundgedanke ist halt der und als ich das mitgekriegt habe, dass das rauskommt, wenn Haare halt zu schnell nachfetten oder allgemein Haut, ist es ja immer ein Zeichen dafür, dass Feuchtigkeit fehlt. Und das, wenn ich das drauf mache auf meine Kopfhaut, ist es so richtig, das ist so angenehm, weil das halt einfach die Haut auch so toll beruhigt. Habe ich auch schon im Gesicht angewendet, ist mega gut. Auf der Kopfhaut funktioniert es bei mir am allergeilsten, muss ich echt sagen. Nachkaufprodukt, aber wirklich, aber absolutes Nachkaufprodukt. Das Zeug wird nicht ohne Grund so gehabt, das ist bei uns einfach immer weg. Also so wie ich das von Leon auch mitgekriegt habe, irgendwie hat DM allgemein Schwierigkeiten, das in die Regale zu bringen. Ich bin auf die neueren Produkte mit No und Leon echt gespannt. Das war ja nicht das letzte. So, letztes Produkt, weil ich es halt eben auch aufbrauchen möchte, ist dieses Reinigungsöl von Isana. Und so viele Leute haben über dieses Öl geschwärmt. Auch bei mir auf dem Discord. Falls du selbst noch nicht auf dem Discord bist, guckst du mal unten. Da habe ich den Link dazu drin. Du bist herzlich eingeladen. Wir haben da auch einen Skincare-Raum, falls du da mitdiskutieren möchtest. Du fehlst auf jeden Fall noch. Wir sind jetzt 56 oder so. Also eine kleine Gemeinde, aber du könntest doch eigentlich noch dazu stoßen, oder? Und da wird dieses Öl schon gehypt. Ich mag den Duft einfach. Ich mag den Duft nicht. Nein, ich mag ihn nicht. Dieses Rose macht mich wahnsinnig. Es riecht mehr wie so eine, also wie so eine Wildrose, finde ich. Also nicht wie so eine Duftrose. Nee. Also manche Leute haschen Vanilleduft oder Kokosduft und so ist es bei mir mit dem Duft hier. Ich weiß auch nicht. Das Öl an sich ist ein bisschen flüssiger wie das von Balea. Nichtsdestotrotz verwende ich lieber das von Balea. Das funktioniert für mich halt besser, weil es halt nach nichts riecht. Wenn das ohne Duftstoffe wäre, ich glaube, ich wäre wirklich happy. Würde ich echt sagen, nur noch das? Absolut. Ich mag die Duftstoffe nicht. Ich finde die so grauenhaft. Tut mir leid. Ich bin halt Team Balea, was das betrifft. So, das waren meine Produkte der letzten Zeit, die ich verwendet habe. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr richtige Favoriten? So richtige Bam-Favoriten? War im Endeffekt eigentlich nur das und das und das. Also ich bin sehr no-bezogen im Moment. Und die Isana ist natürlich auch so ein Dauerbrenner, aber ansonsten sieht es schon so ein bisschen mau aus, muss ich sagen. Weil ich halt sehr den Fokus immer aufs Aufbrauchen setze und dann belege ich mir natürlich auch Plätze für Produkte, die ich neu teste oder so. Und vor allem auch belege ich mir Plätze mit Produkten, die ich vielleicht gar nicht so gerne mag, weil sie für mich nicht so funktionieren. Ich sie aber aufbrauchen möchte, das ist für mich natürlich auch wichtig. Ist allgemein wichtig, Produkte einfach auch aufzubrauchen. Ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Favoriten? Schreibt sie mal unten in die Kommentare. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und falls du Bock hast, hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.